Ja, dieses Schild hier ist leider kein Witz, das hier auf dem Wasserquintett-Radweg steht. An dieser Stelle geht es wirklich mit 10% bergab, auf der anderen Seite geht es sogar mit 18% bergauf. Wir fahren die Strecke mal ab. Unten angekommen muss man erstmal Vorfahrt achten, dann die Überquerungshilfe nutzen, durch ein Drängelgitter fahren und dann mit 18% bergauf fahren. Ja, wir spulen mal vor, weil das ist halt echt auch nicht schön mit anzugucken, aber 18% Steigung auf dem Radweg, das sollte eigentlich nicht gebaut werden.